Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir... Nein, Trico, Trico, bleib. Nein, nein, nicht wieder runterspringen, nicht wieder runterspringen. Trico! Und wir fahren fort mit Blast Guardian. So, beim letzten Mal sind wir in diesen Raum gelandet. Wir mussten relativ... Wobei, es war 19 Minuten und irgendwas. Relativ flott wieder quasi Schluss machen und heute wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. So, ich wollte eigentlich noch die Lampe anmachen, so wie das, so wie sie vorhin halt an war, aber Trico wollte nicht kooperieren, sag ich mal. Soll ich da hinspringen? Ah, ich versuche es mal. Autsch. Das hat schon mal nicht funktioniert. Gut, versuchen wir das mal. Nochmal. Wo könnte ich denn sonst denn springen? Ich könnte mich da scheinbar runterlassen. Irgendwie. Und das Spiel sagt mir aber, springe. Will ich wirklich dahin? Hey, Trico. Oh, Baby. So. Vielleicht soll ich einfach hier hin? Irgendwie hinjumpen? Er hält sich an keiner Wand fest. Also ich glaube schon, dass ich irgendwie in die Mitte springen soll, I guess. Wir werden es herausfinden. Ja, komm. Ich will weitermachen, Spiel. So. Vielleicht mit genügend Anlauf. Das hat funktioniert. Sehr gut. Okay, und jetzt? Wahrscheinlich auf den Käfig da. Okay, komm. Und auch das hat funktioniert. Bringt es uns was, nach oben zu gehen? Nein. Wir gehen jetzt dorthin. Hauruck. Alter. Was für eine Greifkraft der kleine Junge da haben muss. Holy shit. So, hängen. Und runter da. Das ist wieder so ein Fass. Und springen. Autsch. Aber unserem kleinen Jungen geht's noch gut. Das ist kein Fass, das ist eher so eine Amphore oder sowas. Okay, hier haben wir einen Schalter, den wir jetzt aufmachen können. Gucken, was der uns bringt. So. Und runter damit. Okay, der macht die Amphore ein bisschen runter. Kann ich die jetzt einfach mitnehmen? Ja. Ja, das ist einfach so ein Weihrauch-Dings wieder. Na du? Riecht das gut? Komme ich jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich irgendwie da oben. Vielleicht habe ich dadurch noch eine Chance, das Feuerchen wieder anzumachen oder so. Es ist ja so, es ist halt ab und an will Trico nicht wirklich hören, beziehungsweise er weiß nicht genau, was wir von ihm wollen. Aber an sich funktioniert es eigentlich mehr oder weniger ganz gut. So. Ja, hier sind die Türen ja nicht aufgegangen. Ach so, deshalb. Okay. Und... Weg damit. Drop. Ah, ich mache noch die zweite auf. Warum nicht? Ein bisschen Muskeltraining für den Kleinen. So. Gut. Aufheben und... So, weiter geht's. Dann wollen wir doch die Lampe anmachen für... Whatever reason. Vielleicht ist es ja noch wichtig.
oder so. Trico. Oh. Keine Ahnung. So. Und das nehmen wir jetzt mit und gucken, was wir damit machen können. Weil Trico scheint ganz zurück nach diesen Zeugs zu sein. So. Ich habe so das Gefühl, dass wir es... Jetzt hat er hochgesprungen. Dass es weiter drauf hängen soll, dann zieht Trico dran, I guess. War das so gedacht? Ich weiß es nicht. Aber für irgendeinen Grund muss das schon möglich sein. Oh, vielleicht war das einfach nur so... dafür da, dass wir zu Trico zurück können. Trico, bitte hör auf mich. Hallo, Baby. Ich muss hier runter. Oh, wie macht das Katzenwackeln vom Sprung? Das ist ein schwerer Sprung, ich weiß, Baby. Das machst du so gut. Guck dich an, das hast du so gut geschafft. Und jetzt, Rico, ich muss... Dreh dich um, hm? Guck mal in die Richtung. Dreh ich ein bisschen um, komm. Ja. Nein, das... ist nicht, was ich wollte. Verdammt. Wobei, ich kann ja eigentlich auf die Kette springen. Kann ich das? Wir werden es versuchen. Der Junge schafft es schon, irgendwie weit zu springen. Nicht fressen, Kleiner. Nicht fressen. Okay. So. Und loslassen. Trico, das musst du mir jetzt geben. Ja, es riecht doch fein, oder? Und es leuchtet so hübsch. Also wahrscheinlich sollen wir es auf die Kette da andingseln. Ich wüsste sonst nicht, was wir damit machen sollen. Na komm. Gefäß aufhängen. Da war's doch. Nein, nicht wahr. Oh, goodness. Nein, Trico, Trico, lass das jetzt sein. Ich weiß, du willst spielen, aber... Nein. Du kannst halt damit spielen. Nicht jetzt. Ja, okay. So. Trico? Mal sehen. Vielleicht sieht er jetzt dran. Weil er es jetzt greifen kann. Ja. Okay. Wir haben es durchgeschafft. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir Trico da durch? Hm, was ist das? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas um... Kamera, dankeschön. Um das Tor oben halten zu können? Würde mich jetzt nicht wundern. Und da ist noch ein Futter für Trico. Das können wir doch mal nehmen. Na komm. Na komm schon. Nimm's doch mit. Ja, geht doch. Und... Hepp.
So, das lasse ich aber vorerst hier. Just in case. Kommt Rico hier irgendwie rüber? Negativ. Wenigstens spielt er weiter damit. Ah, und ich kann das jetzt hierher ziehen. Oder nicht? Wahrscheinlich eher schieben. Ich soll es eher schieben. Weil wenn ich das ziehen würde, wird es wahrscheinlich auf mich fallen. Das wäre nicht so gut. Okay. Jetzt müssen wir das so hinschieben, dass Trico. Trico, du musst schon an den Ding ziehen. Ja, komm. Brava Trico, komm, spiel nochmal. Na, komm schon. Ja. Okay. Ich würde schon das Richtige machen. Jetzt was mit Springen versucht. Ich glaube nicht, dass sie hierher springen kann. Na komm. Ja. Jetzt noch weiter, komm. Kommst du hier rüber? Nein, du kommst so nicht rüber. Warte. Ja. Er wollte einen Kopfstoß durchmachen. Ich glaub's ja nicht. Das muss wehgetan haben. Okay, komm schon, Rico. Ja. Nicht fressen, sondern ziehen. Komm. Ja, komm schon. Noch ein bisschen. Komm schon. Trikot. Du musst es greifen. Oh, er ist so verwirrt. Greifi. Genau. Ja, nicht anbrüllen. Anbrüllen bringt nichts. Na komm schon. Ja. Jetzt zieh so weit, dass ich das darunter dingsen kann. Komm, das ist vorher doch so gut gemacht. Ja, komm schon. Ja. Na komm. Okay. Mach das nochmal. Vielleicht kommt der jetzt durch. Kommst du durch, Trico? Na? Ich weiß es nicht. Bibi? Du schnupperst, komm. Trikot? Ich glaube, mein Trikot ist kaputt. Na komm. Na komm mit. Das schaffst du doch. Na, komm schon. Schaffst du das? Ja, er schafft es. Aber Trikot, guck, guck, ich habe Futter für dich. Warte. Na? Und? Hepp. Yay, hat's gefangen. Sehr gut. Okay. So, Trikot. Weiter geht's. Und? Ja. Okay, ich bin bereit. Na komm. Trikot? Na komm, wir müssen nach vorne.
komm schon, Kleiner. Ich weiß, du verstehst mich. Oder auch nicht. Irgendwie hat Trico heute so gar keine Lust. Na komm. Ja, geht doch. Und? Muss ich zuerst durchgehen? Ja gut, dann gehe ich halt zuerst durch. Ah! Autsch. Irgendwie hat er keine Lust. Vielleicht muss ich ihn zuerst loben, dass er es gut gemacht hat. Na, Baby? Das hast du gut gemacht, ja? Das hast du gut gemacht. Ja. A very good child bist du. Ja, ja. Genau. Sehr gut hast du es gemacht. Ja. Ich weiß nicht, er ist irgendwie gerade sehr zurückhaltend. Als ob er da überhaupt nicht durch wollte. Na? Schaffe ich den Sprung eher nicht wahrscheinlich. Huch. Ja, komm. Komm schon. Na, ah, das sind Statuen. Ich muss einfach zu... Ach so, das sind so Teile. Kein Wunder, dass er nicht durch wollte. Ist okay, Trico. Ich habe einen Plan. Wir werden die Teile einfach zerstören. Hep. Und zwar mit den Helmen von diesen dämlichen Typen. So. Oder so ähnlich. Na komm. So, ja, die ganzen Scherben, das macht mich ein bisschen nervös. Und jetzt hier nochmal. Siehst du, ich mache die Teile kaputt. Slash. Zerstört. Ist jetzt ganz so durch, Trico. Alles wieder gut. Ich frage mich, warum er so Angst vor den Teilen hat. Ist es jetzt wirklich besser, Trico? Wie süß er das gefragt hat. Ah, warte, nimm mich mit. Nicht ohne mich irgendwo hingehen. Okay. So, wir sind in einem neuen Gebiet. Okay, Trico? Gut gemacht. So. Er hat nicht wirklich Lust, mich irgendwo hin mitzunehmen. Wir müssen das alles alleine machen. Hm? Baby. Let me pet your face. Oh, guck mal, er hat kleine Fusselchen an seinen Füßchen. Okay. Weiter geht's. So, wo sind wir denn jetzt? Oh, 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 die Area kenne ich. Oha. Und wie ich die kenne. Aus dem E3-Video 2015 oder 2016. Wann kam das E3-Video raus? Ich weiß es nicht. Okay, es wird jetzt stressig, deshalb würde ich mal sagen, hören wir heute hier auf, ein bisschen früher als usch. Und beim nächsten Mal werden wir diese Area fertig machen. Ja, ich mache das gleich kaputt. Wir machen das beim nächsten Mal kaputt, okay? Hm? Keine Angst, Child. Ich... Oh, ich lasse nicht zu, dass dir irgendwas wehtut. Gesundheit. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.